Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Das Splatfest ist hier in Inkopolis immer noch voll im Gange. Wir werden aber heute nicht online spielen, das haben wir ja gestern schon gemacht, sondern heute machen wir Amiibo-Herausforderungen und das gerade während dem Splatfest. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der das tut, aber was soll's. Heute ist nun mal Mittwoch für euch und deswegen machen wir jetzt noch die Tintenfisch-Herausforderungen zu Ende. Denn da fehlen uns ja nur noch vier, eben die letzten drei Level und dann noch der Bosskampf gegen DJ Octario. Und die wollen wir jetzt noch abschließen. Und hier ist wieder was mit Geheimtinte, nicht Blödsinn, mit sparsamer Tinte eben dabei. Schwämme im Kreuzfeuer. Oh Gott. Ach du Kacke. Ja, das wird jetzt auch sehr spannend werden. Ja, wir machen mal. Das könnte jetzt sogar ziemlich katastrophal werden. Denn wir hatten ja schon mal so eine begrenzte Tinte-Mission bei einer Schwamm-Mission. Und Schwämme sind da immer ganz, ganz böse in der Hinsicht, weil... Ich meine, ich muss die ja irgendwie abschießen, um weiterkommen zu können, aber ich muss trotzdem mit meiner Tinte enorm sparen. Und das wird jetzt, glaube ich, sehr schwierig werden. Hier kommen jetzt doch jetzt auch, kommen auch Gegner. Kann ich die irgendwie zum Runterfallen bringen eigentlich? Weil dann müsste ich die jetzt nicht eher kommen. Ja, komm, zwei so Schüsse. Ja, aber ich treffe nicht. Ja, nee, aber die fallen schon runter. Ja, nee, ich glaube, das sollte ich sogar eher machen tatsächlich. Spring mal hier hin. So irgendwie, spring mal. Spring, los. Tu es. Pass auf. Nein! Nein, nein, nein! Ich habe mich doch sogar noch festgehalten. Wow, das ist ja schon wieder ein super Start, hey. Das gibt's ja nicht. Ja, dann kill ich die halt doch. Ich brauche ja nur zwei Schüsse oder so für die. Das sollte schon okay sein. So, komm mal her. Ja. Yeah. So, zack, zack. Nein, ich habe ihn doch getroffen. Mann, stirb jetzt. Nein! Wow. Wow, bin ich gut. Bin ich gut. Das ist ja heftig. Das ist ja echt heftig. So, ich werde jetzt einfach meine ganze Tinte verballern für diese Arschlöcher. Kratz ab. Und kratz ab. Gottverdammt nochmal. Wow. Was ist hier schon wieder los? Ich bin super. So, ja, der wird mir den Schwamm da hinten kaputt machen, das ist das Problem. Warte mal, wenn ich da jetzt einmal was drauf schieße, dann bleibt der, glaube ich, eingefärbt zumindest. Der wird zwar kleiner, aber er bleibt zumindest eingefärbt. Deswegen kann ich mich jetzt hier verstecken vielleicht. Und dann gleich nach vorne gestürmt kommen und ihn töten, weil er sieht mich ja jetzt eigentlich, weil er doof ist. Jetzt hat er mich gesehen. Nein! Warum wurde der jetzt doch kleiner? Der ist doch vorhin nicht kleiner geworden. Mann! Ich kann mich aufregen schon wieder, das gibt's doch nicht. So, einmal abschießen. Ich muss einfach schnell rüber, glaube ich. Aber jetzt hat er geschossen und jetzt rüber. Okay, danke. So, er trifft mich nicht und stirbt. Mann, 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 ey, das ist echt doof. Ja, reicht das aus? Ich probier's mal. Komm, komm, geh hoch. Nein, geh hoch. Los, los, los. Okay, es reicht nicht. Ein Schuss noch. Zack, okay. Ja, man muss wirklich enorm sparsam hier sein. Ich übertreibe vielleicht damit auch ein bisschen, mag jetzt der ein oder andere denken, aber nee, tue ich nicht. Man muss hier so sparsam sein, weil diese Missionen sind echt immer sehr tricky. So, wie ist es jetzt mit der Tintsuka? Wenn ich jetzt die benutze, zählt es dann als Extra-Tinte? Weil ich glaube, im... Warte mal, wie ist denn das, wenn ich jetzt online spiele? Verbraucht man die Tintsuka-Tinte? Das weiß ich jetzt gar nicht! Oh Gott, aber ich glaube nicht tatsächlich. Aber ich gehe jetzt einfach hier so hoch. Okay, das war einfach. So, zack. Hier eine kurze Linie und das reicht noch nicht. Ich muss noch einmal. Okay. So, ich habe erst die Hälfte von meinem einen Tintentank verbraucht. Also ich glaube, ich kann jetzt dann doch ein bisschen mehr draufballern. Weil ich habe jetzt schon sehr, sehr viel gespart. Und ich glaube, so viel sparen muss ich dann jetzt doch nicht. Also ich übertreibe schon ein bisschen, glaube ich. Muss ich auch zugeben. Aber ich will halt lieber zu vorsichtig sein, weil Übervorsichtigkeit ist eigentlich nie schlecht. Ja, obwohl doch manchmal schon, aber in dem Fall ist es eigentlich nicht verkehrt. Ja, ich sollte den hier abballern. Zack, genau, das ist auf jeden Fall viel besser. Du Arsch, ich will den nicht töten, weil das verbraucht zu viel Tinte. Ich will hier einfach so hoch. So, genau. Nächster Checkpoint. Kann ich den treffen von hier aus? Ja, warte mal, ich will hier drauf. So, das geht ja auch. Und jetzt kann ich ihn treffen. Bam, nice. Nein, 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 nein. Wow, da wurde ich eiskalt gekillt von dem Bomben. Ich glaube, ich bin jetzt zum ersten Mal an diesen Bomben gestorben. Das ist mir nämlich davor noch nie passiert. So, schieß mal jetzt. Zack. So, jetzt mache ich das kaputt hier. Oder treffe halt den Luftballon und jetzt kann ich dran vorbei. Ohne Gefahren. Naja, so halb zumindest ohne Gefahren. Hoch da. Geh hoch. Geh hoch. Nein, geh hoch. Geh halt hoch jetzt. Danke. Mann, 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 ey. Echt gar nicht so einfach. Immer noch der letzte Checkpoint. Also ich muss schon ein bisschen sparen, klar. Aber jetzt nicht so mega viel, wie ich es gerade eben immer gemacht habe. Also ein bisschen mehr verballern kann man schon. Ja, vor allem jetzt hier am Ende brauche ich aber noch relativ viel Tinte übrig. Weil eben jetzt auch vor allem hier immer viele Schwämme kommen, die ich halt selber abschießen muss. Und ich da keinen Luftballon in der Nähe habe und auch keine Tintsuka oder sowas. Also muss man jetzt schon noch ein bisschen aufpassen, ist schon klar. So, hier kann ich einfach so reinspringen. Das müsste funktionieren. Genau. So, letzter Checkpoint vielleicht. Ja, jetzt kommen noch, genau, jetzt kommen noch Octolinge. Die muss ich natürlich auch mit möglichst wenig Tinte abballern, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. So, wo sind sie? Da? Ne, eine ist schon da. Ja, hallo? Wie geht's? Wie geht's, sagte ich? Stirb. Okay, und da ist die nächste. Ich glaube, das ist auch schon die letzte. Ich glaube, es sind nur zwei hier. Oder sind es drei? Ne, es sind nur zwei. Okay.
Und damit haben wir es geschafft. Ja, das ist sogar sehr einfach. Das hätte man sogar mit einem Tintentank schaffen können. Weil ich meine, wenn der eine ganz leer ist, dann habe ich ja noch meinen eigenen Tank zur Verfügung. Und also zwei hätte man da wirklich nicht gebraucht. Eineinhalb wäre auch noch locker gegangen, sowas von locker. Und ich glaube, selbst einer hätte gerade noch so ausreichen können. Also das war jetzt sogar relativ einfach. Da waren die anderen Missionen mit der wenig Tinte ein bisschen schwieriger sogar. Obwohl ich hier öfter gestorben bin, das stimmt aber trotzdem. So, Zaungast spielt in der Drehfabrik, da können wir jetzt einfach wieder durchrushen. Als Tintentitan innerhalb von 4 Minuten, das müssten wir relativ locker hinkriegen, denn das war eigentlich noch nie wirklich ein Problem. Und ich hoffe wirklich, das wäre so cool, wenn sie das bei DJ Octario so machen würden, dass man den mit wenig Tinte besiegen muss. Das wäre zwar auch ultra übertrieben schwierig, weil man mega viel Tinte eigentlich für den braucht, aber es wäre auf jeden Fall verdammt nochmal cool und ich hoffe wirklich, dass sie es so, ja, ich hoffe wirklich, dass sie es so gemacht haben. Aber ja, wie gesagt, es wäre ein bisschen schwierig, aber das Problem, oh Gott, weiß ich knapp. Na, ach Gott, ey, du bist im Weg. Ich will erstmal den töten und Granate, guck mal, und stirbt. Sehr schön. Das ist immer auch eine Taktik, die nie verkehrt ist. Sind hier irgendwie mehr Gegner als damals? Ne, kann nicht sein, oder? Keine Ahnung, ich weiß es sicher. Auf jeden Fall, ich glaube, der Tintentitan bringt einem bei DJ Octario gar nicht so viel. Ich kann zwar versuchen, seine Hände und seine Rakete da schneller zurückzuschießen, weil ich dann einfach nur einmal in die reinrennen muss oder reinspringen muss, denke ich mal. Aber trotzdem bringt einem das gar nicht so mega viel jetzt, finde ich. Ja, doch, eigentlich schon. Weil während, das bringt sogar enorm viel. Weil während seinen ganzen Attackenseiten kann ich einfach unbesiegbar bleiben und mir kann dann niemand was anhaben, weil ich ja unbesiegbar bin als Tintentitan. Also in der Hinsicht ist dann schon doch deutlich einfacher. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Das würde dann ziemlich einfach werden. Und nice. Und genau deswegen hoffe ich eben auch, dass es nicht so ist, dass man den mit dem Tintentitan machen muss, sondern halt mit wenig Tinte. Das wäre echt ziemlich episch. Wie gesagt, auch ein bisschen sehr schwierig irgendwie. Ich wüsste auch nicht genau, wie viel Tinte man da... Scheiße. Ich wüsste auch nicht genau, wie viel Tinte man da einem geben sollte, weil man verdammt viel brauchen würde. Aber ja, ich fände es trotzdem eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. So, 2,5 Minuten noch. Also wir, und da vorne sehe ich schon den Elektrowels. Also wir sollten das im Normalfall wieder mit... Ja, es ist weggeschwommen leider. Oder weggeschwommen, vor allem weggeflogen. Wir sollten es wieder mit ungefähr der Hälfte der Zeit noch übrig schaffen. Also das ist wieder wirklich überhaupt kein Problem. Aber diese Tintentitan-Missionen sind ja auch wirklich immer total geschenkt. Also wirklich völlig ohne Probleme kann man die immer ganz einfach abschließen, weil die Zeit halt echt mega freundlich ist und weil man unbesiegbar ist und da kann einem quasi gar nichts passieren. Ich dachte, ich würde den Sprung schaffen. Habe ich aber leider nicht. Dann gehe ich halt nochmal hier so rum. So, jetzt aber. Nein. Oh Gott, es war auch schon wieder knapp sogar. So, hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch und hier hoch. Und wir sind da. Okay. Nicht mehr ganz 2 Minuten hatten wir übrig, aber nahezu. Also das ging auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr schnell. Und jetzt kommt, denke ich mal, noch entweder dieses Tinferno-Level da oder wieder ein Octoling-Hinterhalt. Ich weiß nicht genau, was jetzt noch als letztes normales Level kommen wird für den Tintenfisch. Wir gucken mal. Ach nee, es ist sogar die Octofluter. Ja gut, aber... ja gut, also das ist ja jetzt total geschenkt, oder? Weil ich kann ja einfach durchrennen durch die. Also, das ist jetzt echt ein bisschen komisch, dass sie gerade das Level genommen haben. Vielleicht haben sie es eben deswegen genommen, weil es jetzt mega einfach werden wird. Denn ich fand das Level eigentlich damals im Heldenmodus, wo wir zum ersten Mal erst gespielt haben, ziemlich cool, weil es halt hier immer so ein... Wo ist der Schlüssel da? Weil es halt immer so ein Labyrinth hier ist. Und man halt den richtigen Weg finden muss und währenddessen noch von diesen Octoflutern da übelst gestört wird. Das fand ich eine total coole Idee. Aber hier, wo ich einfach durch die durchrennen kann, wird irgendwie das ganze Prinzip von dem Level weggenommen einem irgendwie. Also, ich weiß nicht. Irgendwie komisch, dass sie gerade das Level hier genommen haben. Aber müssen die Entwickler wissen, ne? So, der Schlüssel, ich gucke wieder, der müsste irgendwo links sein. Ich glaube, der ist immer an denselben Orten. Irgendwo hier, genau, links oben in der Ecke ist er. Genau. So, her damit. Zack. Und der Schlüssel ist auf der, oder ja, nicht der Schlüssel, aber das Loch, das Schlüssellochs auf der anderen Seite, wo wir dann nach oben jumpen können und dann da noch ein bisschen auf diesen Plattformen hin und her jumpen und dann haben wir sie eh schon. So, ich muss auf jeden Fall den Sniper töten, da muss ich dran denken, weil der hat ja wieder einen Schlüssel, den ich auch wirklich zwingend brauche. Ich glaube, es ist wirklich immer der Sniper, der den hat. Ich kann ja kurz nachgucken auf der Karte. Es wird mir auf der Karte gar nicht angezeigt, wer den Schlüssel jetzt genau hat, aber es war, glaube ich, wirklich immer so, dass der Sniper den hat und das, ich denke mal, das ist auch hier... Wo fährt denn der entlang? Ich denke mal, dass es auch hier nicht anders sein wird. Ja, er hat ihn sehr schön. Aufmachen, durch da und dann haben wir es eh schon geschafft. Ja, das war auch wieder geschenkt. Ich will aber trotzdem die Punkte haben, einfach weil ich es kann. Und bam. Sehr schön. Und her damit. Yay. Ba-ba-ba-da-bam. Okay. So, dann noch der Final Boss wieder mal. DJ Octario als Tintentitan, denke ich einfach mal, weil ich glaube nicht, dass das Spiel das so macht. Mit wenig Tinte, aber es wäre cool, aber ich glaub's, wie gesagt, nicht. Ja, ist auch wieder auf Zeit, okay. In den Fängen der Octotyrannei und zwar in 14 Minuten. Eieiei, holy shit, ey. Und wir kriegen einen ganz normalen Kleckser. Ja gut, die Heldenwaffe ist es halt aus dem Heldenmodus eben, ne? Macht irgendwie Sinn.
Und beim Roller, also beim Jungen, werden wir dann wahrscheinlich halt den Heldenroller bekommen, würde ich jetzt mal ganz, ganz stark vermuten. So. Während ich kurz was essen war, genau. Also ich habe mir ja eigentlich geschrieben, ich glaube, ich habe mir das mal geschrieben zumindest, dass es eigentlich so ist, dass DJ Octario bei jedem einzelnen Amiibo etwas anderes sagt. Also je nachdem, ob man jetzt eben gerade... Kann ich dich so zurückhauen? Ja, genau, das ist doch einfach. Je nachdem, ob man jetzt eben gerade mit dem Mädchen, mit dem Jungen oder mit dem Tintenfisch spielt. Aber er sagt jedes Mal dasselbe. Und ich habe auch nochmal jetzt den Heldenmodus nochmal offscreen gespielt und nochmal den Kampf gegen DJ Octario gemacht, zum zweiten Mal. Und da war der Text auch genau dasselbe. Am Anfang hat auch Kuttelfisch gesagt, ja, ich war beim Essen und dabei ist er entflohen. Und auch ansonsten waren die Texte genau dieselben, glaube ich. Deswegen ist da gar keine wirkliche Besonderheit mehr dabei. Also beim ersten Mal, wenn man ihn zum ersten Mal im Heldenmodus besiegt, dann sagt er etwas Eigenständiges, sag ich jetzt mal. Aber dann, wenn man ihn zum zweiten Mal bekämpft, sei es jetzt wieder im Heldenmodus oder sei es bei den Amiibo-Herausforderungen, dann ist es immer so, also dass dann auch die Texte dieselben sind. Zwar nicht mehr dieselben wie beim ersten Mal, aber halt das mit, dass Kuttelfisch beim Essen war. Und auch der Rest ist, glaube ich, genau dasselbe gewesen. Also da ist dann in der Hinsicht keine Veränderung mehr. Wollte ich nur nochmal kurz klarstellen. Und mir fällt gerade auf, dass der Bosskampf gegen DJ Octario absolutes Kindergartenniveau ist, denn der kann nichts gegen mich machen. Ich muss einfach die ganze Zeit in Tintentitanform bleiben und er kann nichts gegen mich tun. Denn seine ganzen Projektile, die schießt er ja immer ganz. Ich überlebe sogar die Heuboje, wow. Denn seine ganzen Projektile, die schießt er ja immer genau auf mich, also genau dahin, wo ich gerade stehe. Und deswegen kann ich einfach schön ausweichen, wenn seine Behindertengeschosse kommen. Und wenn die Hände kommen, dann springe ich einfach einmal kurz hoch und das war's. Also ich muss einmal für den Bosskampf kurz einen Knopf drücken, nämlich X, nämlich jetzt, zack. Und dann gleich nochmal, bam, und das war's. Und ansonsten einfach im Unbesiegbarkeitsmodus irgendwie verweilen und dann halt dadurch nicht getroffen werden. Ja. Also DJ Octario ist echt irgendwie nicht gemacht für den Tintentitan, leider. Finde ich echt ein bisschen schade. Gerade deswegen hätte ich das mit begrenzter Tinte noch cooler gefunden. Ich meine, es wäre sehr schwierig gewesen. Ja, aber sie hätten einem ja 10 Tanks, was weiß ich, geben können. Weil dann wäre es nämlich schon gut gewesen, weil das müsste auf jeden Fall ausreichen, denke ich mal. Und wenn sie das so gemacht hätten, hätte ich viel cooler gefunden, weil das hier ist einfach nur Langeweile pur irgendwie. Was echt schade ist, weil der Bosskampf gegen DJ Octario so cool ist und das jetzt einfach so langweilig wird. Aber ich kann hier schön alles anmalen, in coolen S-Formen und so. Aber der Bosskampf wird jetzt dadurch so langweilig, weil ich einfach nur stehen bleiben muss und abwarten und dann einen Knopf drücken muss. Und auch bei seiner Rakete, da kann er nichts machen. Ich warte einfach, weil die eben genau auf mich zugeflogen kommt. Und ich springe jetzt einmal, zack. Dann springe ich gleich nochmal einmal und dann nochmal und dann war es das schon. Und das Ganze jetzt 5 Mal. Weil 5 Leben hat er ja. Ja, also das ist jetzt ein bisschen schade irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt sagen soll, weil es irgendwie nicht gerade das Spektakulärste ist. Was ich aber auf jeden Fall dann beim Jungen machen werde, ist, dass ich da, weil ich glaube, mit dem Jungen wird es relativ schwierig mit dem Roller, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist am Freitag. Da werde ich dann versuchen, eine bestimmte Taktik umzusetzen, die ich auch schon, wo ich den Heldenmodus eben zum zweiten Mal gespielt habe, herausgefunden habe, wo ich eben überprüft habe, ob Octario nochmal irgendwas anderes sagt. Aber die Texte sind, wie gesagt, genau dieselben. Denn was ganz witzig ist, das kann ich euch jetzt hier gar nicht zeigen, weil ich eben mit dem Tintentitan nicht in der Tinte verschwinden kann. Auf jeden Fall ist es so, wenn ihr euch ein bisschen Tinte irgendwo hinlegt und ihr geht jetzt als ganz normaler Tintenfisch, wenn ihr jetzt nicht gerade mit dem Tintenfisch-Amiibo spielt, als ganz normaler Tintenfisch geht ihr dann in eure eigene Tinte irgendwo rein und schwimmt dann in eurer Tinte ein bisschen von diesem Ort, wo ihr gerade eingetaucht sind, weg. Seien es nur ein paar Meter, das ist dann auch kein Problem, das geht dann schon. Auf jeden Fall, wenn ihr das tut, dann wird DJ Octario trotzdem weiterhin all seine Projektile auf diesen Punkt schießen, an dem ihr eingetaucht seid, weil er eben denkt, dass ihr da immer noch seid. Er denkt nicht irgendwie daran, dass ihr euch ja in der Tinte bewegen könnt. Und deswegen könnt ihr dann einfach da die ganze Zeit sicher verweilen an einem Ort, wo DJ Octario nicht hinschießen wird, weil er eben nicht denkt, dass ihr gerade zum jetzigen Zeitpunkt an diesem Ort seid. Und oh Gott. Und deswegen kann man dann so eigentlich auch ziemlich auf Nummer sicher gehen, dass man nicht getroffen werden kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier reingehe und dann hier rüber gehe, wenn ich jetzt ein normaler Tintenfisch bin, dann kann ich eben dafür sorgen, dass er immer noch nur an diesen einen Punkt hinballert, all seine Projektile, wo ich eingetaucht bin. Und das ist auf jeden Fall auch ein enormer Vorteil, weil man sich dann einfach die ganze Zeit verstecken kann und dann halt im richtigen Moment rauskommen kann, wenn er gerade seine Hand- oder seine Raketenattacke macht und dann halt schön zurückschleudern. Man muss natürlich aufpassen, dass man niemals herausguckt, indem man jetzt irgendwie in einen Bereich kurzzeitig schwimmt, wo keine Tinte ist, weil dann schaut man ja kurzzeitig aus der Tinte heraus und dann weiß er, oh, er hat sich bewegt und schießt dann ab jetzt nur noch dahin. Da muss man auf jeden Fall schon ein bisschen aufpassen, aber das ist an sich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Taktik, finde ich. Und ich muss auch hier sagen, dass die Zeit auch hier wieder sehr, 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 sehr großzügig zu sein scheint.
Denn ich meine, 14 Minuten ist mehr als genug. Wir werden ihn wahrscheinlich mit noch 6 Minuten Restzeit ungefähr, schätze ich mal, töten können. Oder ja, vielleicht 5 Minuten. Aber auf jeden Fall wird noch mehr als genug Zeit übrig bleiben. Aber ich muss auch sagen, arg viel schneller, wie es ich hier mache, geht es glaube ich gar nicht. Weil ich meine, ich habe bisher glaube ich wirklich jedes seiner Attacken immer perfekt zurückgeschleudert. Aber ist ja auch nicht schwierig. Ist ja auch nichts dabei, wie gesagt. Einfach halt nur zweimal X drücken pro Angriff, wenn er mit seinen Händen angreift. Und dann am Ende dreimal mit der Rakete. Und das war's dann halt schon. Das finde ich halt auch so ein bisschen schade eben. Ist leider so, aber kann man nichts machen. Gerade deswegen, wie schon gesagt, hätte ich es viel besser gefunden, wenn das mit begrenzter Tinte gewesen wäre. Aber hat leider nicht sollen sein. Ist leider so. Genau, übrigens, das wollte ich auch noch erzählen. Es kann übrigens sein, dass vielleicht ihr... oh Gott, das war jetzt knapp. Dass ihr vielleicht bei meiner Stimme ein ganz, ganz klitzekleines Rauschen hört, was vielleicht davor nicht da war. Es kann vielleicht sein, dass da ein kleines Rauschen da ist. Das liegt daran, dass wir ja gerade 5 Millionen Grad haben, so ungefähr. Also ihr wisst ja, ich nehme es gerade am Sonntag auf, wo das Splatfest eben gerade ist. Und ja, das habe ich jetzt nicht zurückgesteuert, okay, aber ist nicht so schlimm. Und es hat gerade draußen, glaube ich, 32 Grad oder so. Und das ist echt richtig beschissen, weil ich meine, ich musste heute im Prinzip aufnehmen. Also ich wollte eigentlich nicht heute aufnehmen, aber ich musste ja wegen dem Splatfest eben. Aber das war jetzt auch knapp, aber ich habe es noch geschafft. Ich musste wegen dem Splatfest, ich hatte gar keine andere Wahl. Und, ja shit ey, und bei solchen Temperaturen aufzunehmen, ist einfach die Hölle. Und deswegen habe ich jetzt auch meinen Ventilator eingeschalten. Den habe ich normalerweise immer aus, wenn ich aufnehme, weil halt man dadurch so ein ganz, ganz klitzekleines Rauschen eventuell hören könnte bei meiner Stimme. Ich hoffe, dass es nicht so stark ist, aber ich habe es eigentlich getestet und es ist nicht so stark. Also man muss schon ganz, 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 ganz genau hinhören, wenn man dieses Rauschen hören will. Vor allem jetzt hier während dem Bosskampf dürftet ihr eigentlich gar nichts hören, weil hier eh... Ich bin noch gesprungen, bin ich jetzt so dumm oder was? Gibt's noch nicht. Mann ey. Also vor allem hier während dem Bosskampf dürftet ihr eigentlich gar nichts hören, wie gesagt, weil hier eh die Musik ist ziemlich laut, es sind auch die Soundeffekte, weil die ganze Zeit irgendwas geballert wird. Also hier dürftet ihr nichts hören im Normalfall. Aber wie gesagt, es kann eben sein, dass ihr so ein ganz, ganz klitzekleines Rauschen hört. Das war auch schon beim Splatfest so, da habe ich den auch schon eingeschalten gehabt, meinen Ventilator. Ist hoffentlich okay, aber wie gesagt, bei 32 Grad draußen oder wie viel auch immer das heute noch haben wird, keine Ahnung, da aufzunehmen, das ist echt die Hölle. Ich schwitze eh schon. Übelst, aber mit dem Ventilator geht es zumindest ein bisschen. Also damit ist es einigermaßen erträglich. Das wollte ich nur kurz noch erzählen. Gut, dann letzte Phase jetzt. Und das müssten wir jetzt dann doch hoffentlich hinkriegen. Denn er ist ja wie gesagt kein Problem. Ich habe mich gerade eben ein bisschen doof angestellt. Ich habe es irgendwie nie hinbekommen, seine Rakete zurückzuschleudern, weil die halt schon am Ende vor allem sehr, 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 sehr schnell angeflogen kam. Aber trotzdem ist es kein Problem. Und ich bin jetzt ein bisschen zu nah dran. Was? Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Mach's von hier aus. Sehr schön. Okay. Wieder kurz warten, aber seine Gegner will ich schon killen, weil die nerven sonst ein bisschen. Ich muss aber trotzdem auf die Heulboje ein bisschen aufpassen. Die macht mir zwar keinen Schaden, die Heulboje, aber die kann ein bisschen nervig sein, weil die mich so ein bisschen zurückdrängt, habt ihr ja gerade gesehen. Also wenn ich in dem Ding drin stehe, als Tintentitan, dann werde ich da so ein bisschen rausgeschubst. Und das kann eben dadurch sein, dass ich dann im schlimmsten Fall runterfalle oder halt, dass ich dann dadurch nicht mehr an die Hände oder halt auch an die Rakete rankomme. Also muss man schon ein bisschen aufpassen zumindest, aber ist jetzt trotzdem kein großes Ding, wie ich finde. Ja, hör auf zu nerven, du Idiot. Stirb. So, mal kurz mit Kleckser gekillt. Ich muss ja nicht alles mit dem Tintentitan machen. Ich kann ja auch meinen Kleckser noch ein bisschen zumindest benutzen. So, zack. Und zack. Sehr schön. Okay. Dann, ich glaube, noch zweimal seine Hände zurückhauen. Also noch einmal jede. Und dann haben wir es, glaube ich, eh schon geschafft im Prinzip. So, mal kurz hier ein bisschen was einfärben. Warum nicht? So. Und Vollbrühe kommt gleich wieder. Genau. Ja. Ja, ich sollte aber nicht zu oft rauskommen, weil ich eben da nicht um die Sticker bin, weil es dann zu schwierig werden würde. Nee, das nicht. Ich meine, jetzt wo ich den Bosskampf schon öfter mal gemacht habe, ist er auch kein Problem, wenn ich jetzt normal spiele. Also übrigens, wo ich den DJ Octario nochmal im Heldenmodus zum zweiten Mal besiegt habe, da habe ich ja auch meine ganzen Upgrades nicht mehr gehabt, denn die habe ich ja wieder gelöscht. Das habt ihr ja, glaube ich, gesehen. Das habe ich ja im letzten Part vom Heldenmodus so gemacht, dass ich die alle gelöscht habe wieder. Oder halt aufgegeben habe, die ganzen Upgrades, die ich hatte. Und ich habe ihn dann eben komplett ohne Upgrades gemacht, also mit schlechter Heldenwaffe. Und ohne tollen Tintentank und auch ohne das ganze andere Upgrade-Gedöns. Aber war trotzdem kein Problem. Ich bin noch gespottet. Fuck, ich bin gesprungen. Holy shit. Aber es war trotzdem kein Problem, ihn zu besiegen. Also, selbst mit der nicht geupgradeten Heldenwaffe ist es trotzdem nicht so mega schwierig. Wenn man ihn einmal kennt, den Bosskampf gegen DJ Octario, dann ist es echt gar nicht mehr so schwierig eigentlich. So, kann ich es jetzt bitte schaffen? Ich habe doch gerade eben das Ding zurückgeschleudert. Da hätte ich alles, da schwöre ich eigentlich drauf. Jetzt aber. What the fuck? Ich bin doch dagegen gesprungen. Warum klappt das jetzt nicht? Hat er das gesehen? Ey, wenn wir das jetzt nicht schaffen wegen der Zeit, ne? Ich habe noch 4,5 Minuten im Spiel. Wenn ich das jetzt nicht schaffe wegen der Zeit, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich bin doch gerade eben volles Board dagegen gesprungen, oder nicht?
Und beim Versuch davor auch schon. Verstehe ich nicht. So, jetzt aber. Zack, danke. Okay, bring es zu Ende. Ja, das tun wir. Und zwar natürlich mit dem Tint-Titan. Moment. Anlauf nehmen. Und... ja! Stirb! DJ Octario. Nimm das. Oh nein, schon wieder verloren oder besiegt. Wie bedauerlich. Er sagt auch da immer dasselbe. Deswegen werde ich das jetzt auch überspringen, denke ich, denn wir kennen das ja schon. Okay. Und Elektrowels. Zack. Dum, dum, dum. Yay. Okay, dann hätten wir auch den Tintenfisch-Amiibo komplett abgeschlossen. Und dann fehlt uns nur noch der von dem Jungen. Und dann haben wir auch bei den Amiibo wirklich alles gemacht, was irgendwie geht. Und wir kriegen den Bauplan für die Heldenwaffe. Den können wir uns auch gleich noch anschauen und abgeben bei Arti. Und immer noch das Splatfest, das ist so cool. Yay. Also es ist echt cool, wie hier alles abgeht und alles am Rumdancen ist. Das ist echt richtig cool, finde ich. Das ist schon eine tolle Idee, das Splatfest. Ich hoffe, das machen sie öfter mal, weil das ist echt... das ist eine schöne Idee. Okay, dann Arti. Was sagst du denn zu diesen tollen Bauplänen von deinem Großpapa, die wir wieder mal gefunden haben? Er freut sich offenbar, denn er baut gleich wieder eine zusammen. Okay, dann zeig mal her. Du weißt, ja. Die Heldenwaffe Replik. Es ist mir überaus peinlich, aber ich muss gestehen, hier habe ich nicht wirklich durchgeblickt. Immerhin habe ich das Design 1:1 kopieren können. Dass es nur ein stinknormaler Kleckser ist, weißt du nur. Weißt nur du. Okay. Und die hat Insta-Bomben und Bombenhagel. Okay. Dann hat vielleicht der Roller noch die Haftbomben und den Haftbombenhagel. Weil hier die Heldenkonzentrator-Replik, die hat ja die Klecksbomben und auch Bombenhagel. Also Bombenhagel haben sie offenbar alle als Spezialwaffe, denke ich mal. Ich will die sogar mal kaufen und mal ganz kurz testen, weil ich mag ja Kleckser, wie ihr wisst. Und ich will mal ganz kurz ausprobieren, wie die sich so spielt. Vielleicht werde ich die sogar benutzen. Mal gucken. Aber weil sie ist in allem durchschnittlich und ich finde das eigentlich nie verkehrt, wenn Waffen durchschnittlich sind in allem möglichen. Ja doch, die... ja? Ja, doch, ist eigentlich ganz okay. Warte mal, wie viele Schüsse brauche ich? 1, 2, 3 Schüsse brauche ich, okay. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Ja gut, aber das Problem ist halt, dass ich die Insta-Bomben nicht so gern mag. Und auch vom Bombenhagel jetzt nicht der allergrößte Fan bin. Und, aber ansonsten ist sie halt echt eine total durchschnittliche Waffe. Aber wie gesagt, ich mag das eigentlich. Also ich habe nichts gegen durchschnittliche Waffen. So, hier ein bisschen durch die Gegend ballern. Ja, eine Insta-Bombe reicht ja auch nicht aus, um einen Gegner zu killen. Und das finde ich halt ein bisschen arg blöd irgendwie. Ich weiß nicht, also man kann versuchen, hier aus der Tinte so rauszukommen und dann nochmal hinterher zu schießen oder so. Aber da kann ich auch gleich einfach nur schießen. Da muss ich keine Insta-Bombe benutzen. Ich meine, die hat zwar eine höhere Reichweite, aber trotzdem. Ich weiß nicht, aber ist auf jeden Fall ganz cool, dass man hier die ganzen Waffen aus dem Heldenmodus oder halt auch bei den Amiibo-Herausforderungen hier nochmal benutzen kann. Gut, dann, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich denke immer, dass Minus beenden ist, aber ne, Plus ist beenden. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es für diesen Part von Let's Play Splatoon. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird mit, was kommt beim nächsten Mal? Genau, da kommt endlich mal der Tower-Control-Modus oder auch der Turm-Kommando-Modus, wie er jetzt auf Deutsch heißt. Ich habe mich endlich mal informiert. Und den habe ich euch ja immer noch nicht gezeigt und dann am Donnerstag, also morgen, wird es endlich mal Zeit. Und morgen wird auch dann nicht mehr das Splatfest sein, für euch zumindest, denn den Tower-Control-Modus kann ich ja jetzt gerade gar nicht spielen, weil eben jetzt gerade das Splatfest ist und ich muss den eben dann zocken, wenn das Splatfest hier wieder vorbei ist. Auch die ganzen Reklamen hier sehen echt ziemlich cool aus, muss ich sagen. Das sind auch alles Miiverse-Beiträge. Oh, ist das schön. Und die hellblauen sind immer Pop und die lilanen sind immer Rock, genau. Sehr schön, richtig cool. Okay, Leute, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.